gut. Ich habe mich verbessert im Gegensatz zu gestern und heute Morgen und hatte dich definitiv im Fokus und wollte dich auch eigentlich überholen. Aber der Nieselregen kam dir zugute und mir eben nicht. Was macht für dich das aus, in der GLP Pro Serie zu fahren? Wie bist du dazu gekommen? In der GLP Pro bin ich gelandet 2017 mit einem Caterham mit ca. 90 PS. Und ich bin gestartet und wusste erstmal gar nichts, hatte null Ahnung von Motorsport und bin durch meinen besten Freund Frank Ferber, der Ferber Motorsport macht und auch mir die Autos zur Verfügung stellt, reingekommen. Und mit dem Caterham habe ich nach dem einen Jahr gemerkt, vierte in der Sportwagenmeisterschaft, ach, könnte ein bisschen schneller sein. Und Frank hat dann auch gesagt, das probieren wir aus. Haben wir getestet, einen Manager am Flugplatz im November. Und dann bin ich 2018 Formel Ford gefahren. Ja, und so bin ich zu meinem Reinhardt gekommen und fahre seitdem in der GLP Pro. Und ab und zu als Gaststarter in der FFR.